Ja, servus und hallo zu einer weiteren Folge von unserem Karrieremodus. Es ist Freitag und wir spielen gegen Sturm Graz. Das letzte Mal, wie wir gegen Sturm Graz gespielt haben, ist, naja, nicht ideal ausgegangen, sagen wir so. Da haben wir nämlich den Österreich-Pokal gegen sie verloren. Jetzt simulieren wir erst einmal und haben einen Monatsbericht Trainingsverletzung. Patrick Richter, gebrochener Knöchel. What the fuck, warum Richter? Ah, naja, super. Ja, mache dann. Transferangebot für Szoboszlai. 1,4. Da könnte man es versuchen, auf 1,5 hochzugehen. So viel zu dem Thema. Ja, da habe ich mich verdrückt, würde ich sagen. Pressekonferenz machen wir natürlich und Gespräch über Rückspiel machen wir nicht, aber Heiko Vogel loben wir, weil er ja letztes Mal gegen uns gewonnen hat und das echt stark war. Ein Vorschlag, weil das ist was anderes, oder? Na gut, scheiß drauf, ich glaube, es waren nur die Danke-Chef-Sachen. Dann würde ich sagen, simulieren wir bis zum Sturmspiel. Und dann gehen wir noch einmal auf unsere Mannschaft, weil, naja, nicht verfügbarer Spieler. Wir müssen Richter raustun. Und sollten dafür Van der Werf mitnehmen. Na gut, Richter top in Form, aber jetzt leider verletzt. Das ist sehr bitter. Minamino ist aber auch nicht so schlecht in Form. Na gut, müssen wir mal hoffen, dass das jetzt so nicht weitergeht und dass der einfach mit dabei sein kann. Das wollte ich nicht. Wir müssen jetzt aber schauen, Spielentwicklung geht jetzt eh nicht. Dementsprechend würde ich sagen, hauen wir das Spiel gegen Sturm raus und gewinnen das Ding jetzt. Also das ist jetzt die Rache für den Pokalrauswurf. Also auf jeden Fall einmal die Rache. Und das müssen wir gewinnen. Oder es hängt sie auf, nice. Eine unheimlich wichtige Partie, Wichtiges Ding auf Matthias. jeden Also Fall, wie der Stuttgarter Bosse Kommentator schon entwickeln sich sagt. wirklich um einiges. Und das wird ein cooles Match werden, hoffentlich. Wir werden natürlich versuchen, das so viel wie möglich schon früh festzusetzen. Gegen RB Jetzt ein Leipzig gleich mal 2-0 in Führung herausragendes gehen. Spiel. Wir, das sind Frank Buschmann und Wolf Fuß. Also, ich So, würde los sagen, geht's. los geht's. Und jetzt gleich mal frühes Wie geht Pressing. es heute? Um die Aber naja, Partie. Sturm ist halt Hier keine spielt Mannschaft, hier die Red Bull durch Salzburg. sowas bricht oder so. Da die Einblendung, so will der Ganz im Kapitän wohl Gegenteil. planen. Wir können mit Hier sowas schon spielt umgehen, Sturm zumindest in in die Österreich. Ausrichtung. Hier sehen wir ein 3-5-2 hinten, also die Dreierkette, dann ein Fünfer Mittelfeld Und und ja, wie schon Richter gesagt, wir links müssen noch eine außen. Richter auskommen. Und der Kimmich war auf der eigentlich schon ein Seite, Garant Gnabry für zumindest einmal und gut Gnabry ankommende Pässe. dreht sich heute ein 4-4-2 mit Raute und Busch. Und entsprechend wird der offensive Mittelfeld Tom Oh, Davies! Tom Davies mit seinem ersten Saisontor. In dieser Partie. Das erste Ding, so schön und so früh. Also das war echt stark gespielt. Kann man lassen, 1 zu 0 gehen wir in Da Führung. haben wir Die den Rache ersten könnte auf jeden Treffer. Fall cool werden. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Und naja, frühes Pressing wirkt irgendwie doch. Tom Davies. Und Tabur. Davies scheint endlich in Spielt unserem Team Rechtsaußen. angekommen zu sein. Slatko und jetzt die Chance. Oh, close. Den hätte man auch erwischen können. Schade auf jeden Fall. Also da wäre mehr gegangen, da war mehr drinnen. Kritische Phase jetzt, vielleicht Aber naja, sogar jetzt noch mal wieder Führung. beruhigt. Und naja, anscheinend hat sie das Gegentor jetzt ziemlich aus der Fassung gebracht, weil, naja, da geht jetzt irgendwie gerade ein bisschen wenig. Und ich weiß nicht, Davies Minamino, wäre irgendwie ist der links überall und außen. nirgends. Slatko Janusovic. Das war ein richtig schlechter Pass. Dafür war das Tackling echt Tabur, gut. erster Rückpass. Aber ja, es schaut gerade nicht schlecht aus. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Noch einmal ein Pass. Jetzt vielleicht. Und Jetzt Minamino springt kann er. mit rechts Da müssen wir alle absolut nichts nicht machen, da schießen. muss Also das er. ist wirklich, ja,
Keine Ahnung, falls es schon aufgefallen ist, wem es schon aufgefallen ist, vor allem, mein Facecam ist etwas kleiner. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, weil ich nämlich vor kurzem die Division Discard-Folge geschnitten habe. Die wird jetzt bald kommen. Vermutlich morgen oder so. Oder vielleicht sogar heute, mal schauen. Jedenfalls kommt mir dann meine Webcam so extrem groß vor. Deswegen habe ich das mal geändert jetzt und das ist jetzt ein bisschen kleiner. Finde ich so angenehmer, ehrlich gesagt. Also, wenn ich da so rüberschaue, schaut das ganz gut aus, finde ich. Haben mir das nämlich schon einmal gedacht, aber mir ist es da nie so groß vorgekommen. Und Davis spielt echt stark. Ja gut, da habe ich jetzt mehr auf den Fallrückzieher gehofft als auf den Kopfball, aber okay. Das war ein schöner Pass. Und da ist der Ausgleich. Der Pass war echt schön. Und Jul, den wollte ich ja eh schon einmal holen, glaube ich. Aber Tom Davies will es wieder wissen. Er ist top in Form. Oh fuck. Unsere Gegner waren anscheinend jetzt auch. Jetzt haben sie ein bisschen Blut geleckt. Und ja, wie die letzte Runde ausgegangen ist, das wisst ihr ja noch hoffentlich. Dementsprechend sehr gefährlich. Gut, der Pass war nicht geplant. Der hätte eigentlich eher auf die Seiten gehen sollen, aber ich muss einfach hinschießen. Also echt so 20 Meter ist ja keine Distanz. Wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, da wurde nach den letzten paar Spielen Halbzeit 1 zu 1. Wird auf jeden Fall schwerer als gedacht. Wacker gegen Linz, aber wir sind am Rachefeldzug. Das lassen wir uns nicht nehmen. Wir gewinnen das Spiel. Und Haidara werde ich gleich mal auswechseln. Der startet das nächste Spiel nicht. Also da kann ich, bin ich mir schon ganz sicher. Haidara startet nicht. Und ja. Gut, bei Koch kann ich mir sowas noch erlauben, aber halt. Was war das? Abseits auf jeden Fall. Aber naja. Tom Davis bleibt drinnen, gewechselt wird aber Haidara. Hoppla, nicht Trainer, das wollte ich nicht. Haidara kommt raus und ja, das war halt darauf vorher. Und dafür kommt Xaver Schlager rein. Na ja, wo kommt wem rein? Aber das ist einfach nur mehr bitter jetzt. Also. So, Jabo hat jetzt schon mehr erfolgreiche Pässe als Haidara vorher. Ja, schade. Noch einmal schade. Und Jawohl mit einer besseren Aktion. Okay. Man kann vor dem Torwart laufen. Das geht sie aus. Dann wehrt man den Schuss ab. Und Romario wird einfach überlaufen, als wäre er gar nicht da. Schöner Schuss. Also Sturm ist auf jeden Fall ein ernstzunehmender Gegner, muss man ganz ehrlich sagen. Aber dass wir uns so schwer tun, hätte ich mir nicht gedacht. Lauf, 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 lauf. Oh. Ah, shit.
Okay, jetzt ist es einfach Zeit, dass wir mehr Pressing haben. Dann auch noch auf sehr offensiv umstellen. Das hätte man vielleicht nicht im Angriff von den Gegnern machen sollen. Aber das macht nichts zum Glück. Das war jetzt da nicht so gescheit. Es ist so arg, wir tun uns gegen die Gegner viel schwerer als in der Europa League. Echt komisch. Jetzt irgendwie schauen, dass wir da schnell und fehlerfrei nach vorne kommen. Also Davies seine Form ist seit dem Tor auch ziemlich abgefallen, muss man sagen. Also echt, Minamino ist für nichts. Wenn wir ein Angebot für den Typen kriegen, ist er weg. Ganz einfach, das ist ja lächerlich, was der aufführt. Ich meine, na. Also das, keine Ahnung, Minamino kann echt nur das Tor treffen, wenn er wirklich einen halben Meter davor steht und nicht im Tor steht. Ansonsten ist es nicht möglich. Oh, Trick geht nicht durch, danke dafür. Schlager verlängert den Ball. Und jetzt haben wir die 80. Minute. Es wird Zeit. Wenigstens sowas kommt an auf Farkas. Aber auch da wird nichts draus. Aber Farkas macht im Großen und Ganzen einen echt guten Job, muss man schon sagen. Es ist halt, es läuft wirklich niemand mit. So. Wir müssen uns da echt nach vor kombinieren, weil das sonst echt unmöglich ist. Also was war das für ein Arschloch-Pass schon wieder? Ja, und das war's. Oh mein Gott, wir spielen unentschieden gegen Sturm. Das ist, ich meine, gut, es ist Sturm, aber das ist dann nicht die Rache geworden, die ihr haben wollt. 1:1, aber das Spiel 1:1. Ich meine, im Großen und Ganzen ist es uns egal. Wir sind so gut wie Meister. Also das wird uns keiner mehr nehmen. So auf die Schnelle. Aber das ist wirklich. Ja. Ja, kann er mittrainieren? Oh mein Gott, da ist Richter gar nicht drinnen. Aber ich glaube, wir können Richter jetzt wahrscheinlich nicht hineinstellen, weil er eben gerade. Hoppla. Verletzt ist. Ja. Na toll, den will ich nämlich eigentlich ganz gern mitnehmen. Na gut, müssen wir noch einmal mit Haidara trainieren, das war wieder dumm. Und alles simulieren natürlich. Und hey, Kühn, der steigt auf 69, das wird schon langsam interessant mit ihm, der wird auf jeden Fall bald die 70 erreichen und dann, wenn Walke weg ist, weil Walke hat jetzt da eine 71, so dementsprechend. Und Köln da schon ganz gut hinterher. Ja, das war's wieder mit der Woche FIFA. Noch vielleicht noch nicht ganz. Wenn heute die Folge Division Discard nicht kommt, dann kommt sie morgen. Also da auf jeden Fall reinschauen. Das wird richtig geil. Ja, dann würde ich sagen, was das. Bis zum nächsten Mal.